Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. Das ist die erste in diesem Jahr und das wollen wir zum Anlass nehmen, um über den DAX zu sprechen. Das ist der beliebteste Basiswert bei der Société Générale und wie es für den deutschen Leitindex weitergeht, das verrät uns mein Gast Arnesch Wilhelms. Hallo, Herr Wilhelms, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Anatschik, grüß Sie. Ja, der DAX hatte einen erfolgreichen Jahresauftakt. Wir hatten erst 3 Gewinntage in Folge. Seitdem ist es ein Hin und Her, so auf und ab. Aktuell hat der DAX die 16.000-Punkte-Marke unterschritten. Das liegt vor allem daran, dass wir Zinssorgen haben, Inflationsängste und auch immer noch Corona. Das drückt auf die Stimmung der Anleger. Wie nachhaltig sind diese Ängste? Ja, also es ist ein ganz spannendes Thema, was Sie da ansprechen. Das Thema Inflation und Zinsangst, das ist tatsächlich was, was ja miteinander zu tun hat. Also es gibt ja so die einen, die sagen, die Inflation steigt, jetzt müssen bald auch die Zinsen steigen. Und die andere Fraktion sagt, ja, die Inflation steigt nur kurzfristig, vor allen Dingen wegen den Energiepreisen. Das wird sich aber im Laufe des Jahres wieder entspannen. Und dann haben wir keine Inflation mehr, brauchen wir also auch nicht die Zinsen anzupassen. Und diese beiden Lager, die stehen sich so ein bisschen gegenüber. Und in dieser Zwickmühle befinden sich natürlich auch so ein bisschen die Aktienmärkte, weil grundsätzlich steigende Zinsen schlecht für den Aktienmarkt sind, weil die Alternativen wieder besser werden. Und wenn man mal so Richtung Zinsmarkt schaut, dann sieht man, dass zum Beispiel die 10-jährigen Staatsanleihen gerade so an der 0%-Marke kratzen. Also man bekommt zurzeit, wenn man Staatsanleihen des Bundes kauft, eben 0% Rendite. So ungefähr sieht es aus. Und das ist besser als noch vor einiger Zeit. Teilweise war sogar minus 0,5 oder minus 0,75% die Rendite bei den 10-jährigen Staatsanleihen. Und das ist so die Spannungslage, die vor allen Dingen dann auch natürlich die Aktienkurse bewegt. Wie geht die Reise im Jahr 2022 weiter für den DAX? Ja, also das Thema Inflation wird, denke ich, die Märkte weiter beschäftigen. Vor allen Dingen das Thema auch mit den Lieferketten, weil die Inflation kommt ja nicht nur daher, dass die Energiepreise gestiegen sind, sondern jeder, der im Baubereich tätig ist, der merkt, dass zurzeit Handwerker sind eigentlich hier gar nicht mehr zu bekommen. Und wenn, dann sind die Preise auch meistens deutlich teurer als noch im vergangenen Jahr. Auch viele andere Waren sind teurer geworden, weil eben die Lieferketten nicht so gut funktionieren. Also das Thema Inflation bleibt spannend und wird auch die Märkte in 2022 bewegen. Für Unternehmen ist das nicht unbedingt immer ein schlechtes Zeichen. Unternehmen können auch von gestiegener Inflation profitieren. Also es bleibt spannend, wie es für den DAX weitergeht. Ist der DAX dann weiterhin attraktiv für Privatanleger? Also bei uns im Zertifikatebereich kann man eindeutig sagen, ja, weil man kann mit Zertifikaten nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse setzen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich so, dass es eigentlich egal, wie die Märkte laufen, für Anleger im Zertifikatebereich auch für den DAX immer eine gute Investitionsmöglichkeit gibt. Wir haben jetzt auch noch ein langfristiges 5-Jahres-Chart beim DAX. Aber Sie haben es gerade gesagt, man kann auch erfolgreich auf den DAX setzen. Und Sie haben uns Beispielprodukte mitgebracht, zum Beispiel eins, das auf sinkende Kurse beim DAX setzt. Ja, also ob das Investment am Ende erfolgreich ist, das zeigt natürlich nur die Zeit und das kann man vorher nicht sehen. Aber es gibt eben Möglichkeiten als Investor, zum Beispiel auch auf fallende Kurse zu setzen. Hier ein Beispiel, das ist ein Turbo-Optionsschein, der einen Basispreis und eine Knockout-Barriere hat, die identisch ist. In diesem Fall ist sie bei 16.748,85 Punkten. Der Hebel bei diesem Produkt liegt bei knapp 20, in diesem Fall 19,9. Und der Preis des Zertifikats ist 8,03 €. Und was passiert jetzt? Also man kann sich grundsätzlich merken, wenn der DAX 100 Punkte sich bewegt, bewegt sich dieser Turbo-Optionsschein 1 €. Und fällt der DAX um 100 Punkte, steigt der Preis hier um 1 €. Und steigt der DAX um 100 Punkte, fällt der Preis um 1 €. Und so funktionieren Turbo-Optionsscheine. Und da ich hier eben nur 8 € investiere, im Vergleich zum DAX, der würde umgerechnet 167 € kosten, habe ich hier einen Hebeleffekt, der bei 20 liegt. Und damit habe ich eine deutlich stärkere Bewegung. Also ich kann hier nicht nur auf fallende Kurse setzen, sondern ich habe hier auch einen sehr hohen Hebel. Und das bedeutet also, ich kann mehr Chance, aber auch mehr Risiko eingehen. Und welche Chancen sind das jetzt konkret und welche Risiken gehen Anleger damit ein? Also ein Hebel, das eignet sich ja auch nicht für alle Anlegertypen, oder? Ganz genau. Also der Hebel, den gibt es hier in allen Variationen. In diesem Fall ist er bei 19,9. Und man sieht das auch schon an der Knockout-Barriere, wie der Name auch schon sagt. Bedeutet das, dass wenn der DAX 16.748,85 Punkte heute erreichen würde, wäre das Produkt ausgenockt. Ich hätte dann also nicht mehr 8 € hier stehen, sondern 0,00. Das bedeutet also, ich hätte einen Totalverlust. Und in dem Fall wäre es so, dass ich den kompletten Kapitaleinsatz verloren habe, obwohl der DAX im Prinzip nur rund 750 Punkte gestiegen ist. Ein sehr hohes Risiko. Demgegenüber kann natürlich auch das Gegenteilige entstehen. Wenn der DAX 800 Punkte nach unten fällt, steigt der Turbo um 8 €. Und wenn ich 8 investiert habe, hat sich mein Einsatz verdoppelt, obwohl der DAX vielleicht nur sich 5% bewegt hat. Also insofern kann man hier relativ stark an der Kursbewegung des DAX profitieren. Man kann aber auch genauso stark
eben im negativen Sinne getroffen werden und dann einen Totalverlust erleiden. Also das sind Produkte, die wirklich nur für Profis geeignet sind, die eine konkrete Marktmeinung zum DAX haben. In diesem Beispiel natürlich davon ausgehen, dass der DAX fällt. Und für optimistischere Anleger haben wir auch noch ein Produkt, das auf steigende Kurse setzt. Können Sie uns da noch was zu den Konditionen sagen? Genau, also wenn Sie mit optimistisch meinen, dass jemand davon ausgeht, dass der DAX steigt, dann ist das richtig, weil hier setzt man eben nicht, wie eben gerade gesehen, auf einen fallenden DAX-Kurs, sondern auf einen steigenden DAX-Kurs. Der Hebel ist in diesem Beispiel auch ungefähr bei 20, also hier sogar bei 20,8. Und das liegt daran, dass der Preis, also mein Kapitaleinsatz hier niedriger ist. Der ist nämlich nicht bei 8 Euro, sondern 7,67 Euro. Das bedeutet also, wenn ich dieses Produkt kaufe und der DAX 100 Punkte steigt, dann verdiene ich hier entsprechend 1 Euro. Fällt der DAX 100 Punkte, dann verliere ich 1 Euro. Und da ich ja nur 7,67 Euro eingesetzt habe, sieht man auch, die Knockout-Barriere ist hier bei 15.238. Also wenn ich die 770 Punkte ungefähr falle beim DAX, dann lande ich hier im Knockout-Bereich. Also dann ist das Produkt wertlos, ich habe einen Totalverlust. Und dementsprechend muss ich natürlich auch hier das Risiko im Auge behalten. Demgegenüber habe ich natürlich auch die Chance, wenn der DAX steigt, um 100 Punkte hier 1 Euro zu verdienen, was prozentual viel mehr ist, als hätte ich nur den DAX reingekauft. Also das ist ein Turbo Bull, ein Turbo Call Optionsschein auf den DAX, mit dem ich eben auf steigende Kurse setzen kann. Herr Wilhelm, so viel steht der Zusatz Open End. Läuft das Produkt irgendwann aus oder nicht? Ja, genau. Also Open End steht hier für offene Laufzeit. Das heißt, es gibt keine feste Fälligkeit. Es gibt eine sozusagen Fälligkeit, die die Knockout-Barriere betrifft. Das heißt, in dem Moment, wo die Knockout-Barriere berührt wird, ist das Produkt auch fällig. Also ich kann es danach nicht mehr handeln. Es gibt noch eine gute Nachricht. Ich kann nie mehr als die 7,67 Euro verlieren, die ich investiere. Also je nachdem, welcher Kurs aktuell gezeigt wird. Das heißt also hier maximaler Verlust bei 100%. Ich kann also nicht mehr verlieren, auch wenn der DAX unter die 15.200 Punkte fällt. Aber nichtsdestotrotz ist dann die Fälligkeit erreicht. Das Produkt wird automatisch abgerechnet. Anleger müssen dann nichts mehr tun, aber im Prinzip ist dann der Totalverlust erreicht. Gibt es irgendwas, was Anleger beachten sollten, bevor sie in ein solches Produkt investieren? Ja, also sich nicht nur auf die Chancen konzentrieren, sondern vor allen Dingen auch die Risiken im Blick behalten. Das sind Produkte, die tendenziell eher für Anleger geeignet sind, die vielleicht auch täglich die Märkte beobachten. Hier sollte man eventuell auch mit Stop-Loss-Kursen arbeiten. Auf jeden Fall sollte man sich sicher sein, dass man die Produkte versteht und kennt. Und auf der Website zum Beispiel kann man sich umfangreich informieren, www.sgzertifikate.de. Und auch sonst findet man im Markt, auch beim Verband, viele Informationen zum Thema Hebelprodukte und Knockout-Papiere, bei denen man sich informieren kann. Und das ist wirklich das Wichtigste. Das sollte man vorab machen, bevor man hier die erste Investition tätigt. Herr Wilhelms, vielen herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.